Guten Tag, es wurde sich gewünscht, dass ich eine Runde Stalingrad-Deutsche spiele und das werde ich jetzt machen. Wir haben Straße der Kommunisten, Zerstörung. Das könnte gegebenenfalls ganz gut werden oder halt auch nicht. Das werden wir jetzt zusammen rausfinden. Ich komme direkt erstmal mit dem Sunny rein. Oder komme ich mit dem Sunny? Warte mal, ich sehe. Das ist unser Panzer. Ja, das ist unser Panzer. Mit Dr. Stefan Frank. Der Sunny, dem die Frauen vertrauen. Der hat nicht mal. Ah doch, der hat eine Pistole. Ein Platin-Luger. Ja, richtiger Bonze. So, dann gucken wir mal. Dann greifen wir erstmal den rechten Punkt an, habe ich gerade beschlossen. Da stehen schon mal zwei Panzer. Das ist schon mal semi-optimal. Weil ich absolut nichts habe, um den kaputt zu machen. Oh nein, das ist der Flammenwerferpanzer. Fuck. Egal, komm rein in den Punkt. Den machen wir jetzt einfach kurz weg. Einfach die Panzer ignorieren. Wie sich das gehört. Dann klettern wir hier drüber. Das ist ein bisschen unauffälliger. Und sind komplett allein am Cap. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass wir verteidigen müssen und nicht angreifen. Das läuft ja schon mal super. Okay, dann verteidigen wir halt. Da ist ein MG. Greifen eh wahrscheinlich erst die andere Seite an, oder? Wie sieht's aus, Kameraden? Na hier, verteidigt mal den Punkt. Ich drop hier mal eine Sunny-Kiste. Wo ist denn der Feind? Außer der KV, der da rumpimmelt. Habe ich eine Sprengladung mit dem Eierkopf? Nee, leider nicht. Verdammt. Kann ich den mal kurz heilen. Oh Gott, Zäune sind halt immer noch der Endgegner. Ha, die haben das mal wohl in den Pack gebaut. Coole Typen. Jawohl, mach ihn weg. Gib mir einen Assist. Oh. Warte, heil dich. Granate! Wo ist er? Da, weg mit euch. Ich hab meine Kollegen erschossen. Schämt euch. Oh, Muni leer. Schäme ich auch. Das hätte ja fast klappen können mit der Pack eigentlich. Die Idee war gut, die Umsetzung, naja. Kann man noch dran feilen. Gott, lang nicht mehr Stalingrad gespielt tatsächlich. Geht da was, oder? Wow, jetzt wollte ich mich gerade an den Rand schleichen. Mann, der hat mir voll die Überraschung versaut. Was geht hier so ab? Baumpunkt. Hier gibt's keine Baumpunkte. Was soll denn das? Komme ich da durch? Ne, ich bin zu fett. Mal weniger zum Burger King gehen hier. So. Ich glaube, irgendwie haben die gerade keinen Bock. Da hinten rennt ein bisschen was. Ich glaube, die attacken tatsächlich eher den anderen Punkt. Hier ist alles irgendwie noch recht jungfräulich. Gehen wir mal zur anderen Seite, oder? Ich weiß genau, dann, wenn ich jetzt zu der Seite renne, nehmen sie den anderen Punkt ein. Ist doch immer so. Oh, da hinten ist was. Gut, dass der MP40 so präzise ist. Da kann man auch Distanzrussen kaputt schießen. Verstecken wir uns mal hier ein bisschen. Wow. Die hätte ich auch treffen können. Sterben alle schon, bevor sie ankommen, ey. Aber meine Bots auch gerade, sehe ich. Hallo. Hast du dir so gedacht, Kamerad? Das ist unser Kollege. Du bist nicht unser Kollege. Aua! Was soll denn das? Schäm dich. So, wir haben da hinten einen Panzer. Können wir eigentlich mal die Stuck ausbacken, oder? Ne, können wir nicht, weil irgendein Affe eh schon Panzer fährt. Dann kommen wir mal als Engineer, bauen da noch einen Spawnpunkt. Dass wir auf der Seite auch noch einen haben. Außerdem planten die da gerade die Bombe. Das kann man nicht zulassen. Das finde ich nicht okay. Junge, Alter. Diese Präzision ist der Wahnsinn. Hauptsache, der schießt noch zurück. Sacknase, Alter. Hast du so gedacht? Lasst mich mal hier durchwandern. Ah, ich hasse das da, wenn der scheiß Stein einem in der Fresse rumpimmelt. Kann ich hier einen Spawnpunkt bauen? Machen wir das mal ganz kurz. Einer von euch Eierköpfen könnte mir auch helfen. Finde ich sehr nett. Mal gucken, wie lange der Spawnpunkt lebt. Ich habe da so eine Theorie. Da hinten ist immer noch ein fröhlicher Panzer. Oh fuck, die Bombe ist ja gleich, geht ja gleich hoch. Gut, wenn ich da jetzt reingehe, bin ich auch weg. Ah, der deft. Perfekt. Oh, hallo. Frisch Granate. Jetzt dachte ich, mein Bot rennt. Oh, ich glaube, die ist abgeprallt. Ja, so ein bisschen. Lass den Ruski rein. Mach ihn weg. Richtig so.
Hinaus mit den Viecher. Oh, Muni her. Das ist auch doof. Zack, 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 zack. MKB OP. Gute Waffe. Lass dich nicht irritieren von dem Stacheldraht, den ich da gerade unter deinem Arsch baue. Das kitzelt dann ein bisschen an der Popperze. So, dann hier noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen. Stacheldraht kann man nie genug haben. Gut, dass der den Mates kein Damage macht. Großartig, der geht halt den Leuten nur auf den Sack. Was? Achso, das sind die anderen. Ich sag ja, jetzt sind sie auf der anderen Seite. Komm, machen wir auch noch Stacheldraht hin. Weil wir es können. Einfach für den maximalen Abfuck-Output. Wo ist mein Sunny? Der könnte hier eigentlich noch kurz eine Sunny-Kiste droppen. Damit er wenigstens auch irgendwas geleistet hat in seinem Leben. Gott, der hat einen Drilling. Warum hat er einen Drilling? Warum habe ich den Drilling gegeben? Bin ich bescheuert? Das laden wir erstmal kurz nach. Bauen hier noch eine Munikiste für die ganz Bedürftigen. Ich sage ja, jetzt bin ich hier, jetzt machen sie da drüben die Scheiße weiter. Und die wird mein Stacheldraht kaputt gemacht. Das geht doch nicht. Finde ich echt nicht okay von euch. So geht ihr mit dem Material von anderen Leuten um. Da ist niemand. Hallo? Wenn ich jetzt ein Arschloch wäre, bin ich auch. Brauche ich ja, nehme ich diesen komischen Molotov-Noob-Tube rein. Dauert halt jetzt ewig, das Ding zu bauen. Wahrscheinlich wäre ich eh gleich weggeschossen. Der wird auch defused. Das läuft ja richtig gut, die Runde, ey. Und da kommen die Bomber, dann hat sich das eh erledigt wahrscheinlich. Da brennt ihr Säcke. Wow. Das hat jetzt nicht so funktioniert tatsächlich. Sind das feindliche Bomber? Das wäre, ja gut, mit der Stuka brauche ich die eh nicht runterschießen. Mit der Stuka kann ich auch nicht rein. Flammenwerfer ist auch doof. Ah, dann schnipsen wir halt ein bisschen. Oder? Ah, sind unsere Bomber hier easy. Dann gehen wir halt mal hier ein bisschen hoch. Vielleicht können wir da noch ein, zwei Gegner ließ wegschießen. Geht's ja nochmal hoch. Da geht's nochmal hoch. Die packen wir jetzt mal dort. Junge, da rappelt's im Karton. Dong, 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 dong. Ja, benutzt meine Sanitätskisten. Wo ist der Feind? Oh, da hinten rennt der Feind. Batz, daneben. Ja, irgendwann eingetroffen. Lang nicht mehr geschnipst dort. Oder was meint ihr, Kameraden? Junge, die scheiß Kiste hier geht mir gar nicht auf den Piss. Auf jeden Fall haben sie da hinten einen Spawnpunkt drin. Da rennt nämlich schon der nächste. Junge, ich habe auch das Vorhalten erfunden. Ach du Scheiße, Alter. Haben die gerade Schule aus, oder? Die zukünftigen. Aua! Drecksack. Na komm, haben wir genug Sniper. Ihr seid mit. Mit schnell Aim, das habe ich jetzt nicht mehr so. Alter! Du dreckige Affe. Geh mir auf den Sack. Kann ich nicht irgendwo anders hin? Ist irgendwie alles doof hier. Haben die da eine Pack gebaut? Ist halt nervig, dass du jedes Mal auf die Scheißkiste hier hochhüpfen musst. So. Aua! Habe ich einen Sunny im Ding-Trupp? Ne, habe ich nicht. Das ist doof. Ja, ich gehe woanders hin. Aimen da mir ein bisschen zu viel ab. Gehen wir mal auf die andere Seite. Machen wir es halt so. Hallo? Junge. Das mit den Klettern ist ja echt so eine Sache. Ach du Scheiße. Das hatte ich mir jetzt ein bisschen geschlossener vorgestellt. Echt jetzt, Alter. Das könnten die eigentlich. Dass die Scheißbots ihre Waffen nie nachladen, Alter, weißt du? Heute kommt ein Patch mit 200 Bugfixes und so eine Scheiße kriegen sie nicht auf die Reihe, Alter. Was machen die denn eigentlich? Junge, Junge. Seit Anfang an hast du die Scheiße an der Backe, dass die das nicht auf die Reihe kriegen, ey. Wäre halt cool, wenn da unten jetzt... Oh. Attacki! Schnell! Hui! Das war ja fast knapp. Sei kein Loser, kaufen Defuser. Das wäre auch geil, wenn es hier so Defuse gibt.
Kids geben würde, irgendwie, wo es schneller geht. Das war jetzt aber echt um Schamhaaresbreite hier. Der Fritz. Fritz hat wieder den Tag gerettet. Hat sich selbstlos fast geopfert. Jetzt bauen wir hier den Punkt noch ein bisschen zu. Dass das einigermaßen funktioniert. Okay. Sind die jetzt immer noch da oben? Ja. Kann ich da jetzt wieder rausgucken, ohne direkt weggeschossen zu werden? Oh, hallo. Hallo. Gott. Machen wir ganz anders. Gucken wir, Granate. Ich glaube, ich sollte mal runtergehen. Da kommt gleich ein bisschen was angeschissen. Stimmt's? Oh. Ach komm schon, Alter. Hat er eine Pistole? Eine Walther PPK. Genau, mit der kannst du richtig viel reißen. Egal. Für Volk und Vaterland. Peng, peng, peng. Ah, sogar getroffen. Oh, hat er sich auch gedacht. Wir haben ja Granaten. Ist ja alles kein Problem. Oh, hallo. Ich glaube, der hat sich genauso erschrocken wie ich. Ach du Scheiße. Okay, die kommen alle hoch. Da fangt. Das war so semi-gut. Den lassen wir laufen. Wow. Ach, der hat keine Granate. Der hat eine Granate. Hopp. Und dann mal schnell runter hier. Der hat einen Gewehrgranatwerfer. Das könnte sexy werden. Lass mal einen Daddy ran hier. Wo ist er? Batz. Als ob der noch lebt. Bah. Wow. Spring. Spring nicht. Überlebe ich das? Ah, da war eh ein Russe, das überlebe ich schon mal nicht. Na komm, Alter. Bis er sich geheilt hat, bin ich dreimal tot. Wir müssen Gas geben. Da, beste Waffe. Direkt mal reinrushen. Wenn die den anderen Punkt schon versemmelt haben. So viel haben sie ja nicht mehr. Ach, echt jetzt. Mein Gott, ihr Lackaffen, Alter. Die Frage, bleibe ich gleich im nächsten Punkt? Wäre vielleicht sinnvoller. Wobei ich da wahrscheinlich auch gleich weggegeiert werde. Ja. Stimmt, jetzt sieht man ja die Klasse, was man spielt. Auch ganz sexy. Was braucht, ist eine andere Sache, aber ja. Jo, wo ist denn Mr. Panzer? Da, oh, da unten rennt Zeug. Oh, Alter. Da brennt. Ach ja. Die gute alte MP. Zack, ins Maul. Oh, der war schon tot. Verdammt. Welchen Punkt attacken sie jetzt eigentlich? Was meinst du? Ich glaube, die wollen den hier, oder? Der will auf jeden Fall den hier. Hat die weniger Recoil als die normale PPSH? Habe ich so irgendwie das Gefühl, da hinten kommt noch ein KV. Hast du was zum Sprengen? Du hast was zum Sprengen. Wäre eigentlich auch eine Option, oder? Findest du nicht? Uiuiui. Okay. Doch nicht sprengen. Erstmal die Ruskis da wegschießen. Ach ja. Man muss die PPSH einfach lieben. Auch wenn man... Kann ich mehr Muni anfordern von dem Spacko da, Alter. Ja. Hat super funktioniert. Wo ist der andere jetzt? Da, in the hood. Einfach reinsprayen, easy. Hat's voll gebracht. Kann man hier nicht mehr Muni anfordern von den Bots, Alter. Was soll denn die Kacke? Das ging doch... Ah. Wollte mich gerade schon beschweren hier. Gehen wir mal hier näher. Hey, du hast meinen Kameraden erschossen. Aua. Nicht das machen. Noch jemand? Kann ich mich kurz heilen? Voll lieb von euch. So. Zugebaut. Auch nicht schlecht. Die kommen doch bestimmt gleich von hinten oder so. Was habt ihr so? Oh, meins.
Eine Munikiste wäre noch gut. Was haben wir da? Noch eine MKB. Komm, die ganze Muni nehme ich ruhig mit. Kann man mal ein paar Rosen wegklatschen, die da drüben noch drin sind. Zum Beispiel den da. Und den da. Und den da, der versucht mich wegzusnipern. Scheiße, wenn du kein Aim hast, Junge. So. Ich habe allerdings keine Munition. Das ist auch doof. Hast du Muni für mich? Habt ihr... Oh, perfekt. Heute spielt wohl jeder MKP. Vor allem, wenn ich die jetzt aufsammle, habe ich recht wenig Munition. Das ist schon mal super. Zack, weg damit. Ha, das läuft ja nicht so schlecht tatsächlich. Hat schon ein bisschen was weggeholt. Munikiste haben wir noch. Ach, ihr seid doch ein paar Schätzeleins. Wo legt der Sprengladung? Nicht bei mir im Haus. Regelt das mal, weil wenn ich jetzt darüber gehe, dann kommen sie hier wieder angeschissen und legen hier Sprengladung. Ich weiß ja genau, wie es läuft. Ist da noch jemand? Dann kommt schon wieder Panzer. Das ist wahrscheinlich wieder ein Flammenwerferpanzer, oder? Wie ist die Lage? Da kommt Zeug. Ja, das ist wieder ein Flammenwerferpanzer. Ihr seid solche Lappen, könnt ihr den Scheißpunkt nicht verteidigen. Alter, was ist los mit euch? Ist doch nicht so schwer. Da, zack, umschießen, umschießen, umschießen. Easy. Easy. Da krabbelt noch was. Da kommt auch irgendwas aus dem Busch. Ich glaube, da hinterm Auto. Oh, schießt zurück. Nicht gut. Blöd. Aua. Drecksack. Da kommt was angeflammenwerfert. Du kommst hier nicht rein. Geschlossene Gesellschaft. Noch jemand? Wer? Da. Typisch Russen wieder. Panzer spammen ohne Ende. Ja gut, die haben eh nichts mehr. Außer ihre Panzer. Können wir eigentlich mal in den Panzer jagen gehen, oder? Okay, hat jetzt keiner gesehen von euch. Ich hoffe, ihr habt gerade alle weggeguckt. Oh, Stuck. Vielleicht kann ich ja noch einen Panzer wegvergewaltigen. Mal raus, das dicke Gerät hier. Und da kommen Bomber. Das war's dann wahrscheinlich gleich mit meiner Stuck. Oh, es ist ein Traum. Dieses geile Movement. Jetzt gucken wir noch ganz heldenmutig raus. Waren das nicht eigentlich zwei Panzer? Hallo? Ich fahre jetzt halt voll in den Bomber-Circle rein. Ach, die treffen mich bestimmt nicht. Zieh mal einen Deckel ein hier. Ha! Ich lebe noch. Wo ist der Panzer? Haben die den schon kaputt gemacht? Mann, ich wollte auch. Voll nicht nett. Echt jetzt? Komm, Artiluger. Beste Waffe, habe ich gehört. Hauptsache, lasst die noch die Bombe legen. Ihr wollt nur, dass die Runde länger geht, dass ihr mehr Punkte kriegt. Ich kenne euch doch, ihr kleinen Schlingel. Achso. Erstmal auf Aladdin seine Lampe geschossen hier. Ja, komm. Ja, defuse du mal. Ich suche mal den. Oh, da ist er. Artiluger. Ach, Mann. Noch jemand? Sicher noch. Kann sich an. Achso. Das ist ein Kronleuchter. Ich dachte, das ist so eine Wunderlampe hier von Aladdin. Ja gut, das war jetzt recht unspektakulär tatsächlich. Die Gegner hatten irgendwie nicht so viel zu melden. Ich habe jetzt auch nicht viel gemacht. Aber ich war stets bemüht. Hm. Sehr belastend. Hier stand mal ein Heavy MG. Dann war es das wohl mit der Runde. Mal schöner Blick auf unsere Artiluger. Vollste Kaufempfehlung von mir. Habe ich ja auch mal ein Video dazu gemacht, für die, die sich das Ding gern angucken wollen. Jetzt kann man, ja gut, jetzt ist die Waffe gar nicht mehr so kacke, weil jetzt kann man sie halt als Panzerfahrer nutzen. Und ich finde, da ist das Ding schon ganz sexy.
Als Backup vom Sniper wäre es mir noch lieber, aber naja, was willst du machen? Da ist ja gar nichts mehr los. Siegesgeheul. Lalalala. Und was macht ihr jetzt noch so? Ja, richtig so. Gib's eben. Ah ja. Dann, ja, war's das wohl mit der Runde. Das war tatsächlich doch jetzt recht unspektakulär. Yay, 47.000 Punkte. Hat sich voll gelohnt. Ja, war jetzt echt nicht so der Wahnsinn, muss ich sagen. Aber ich habe schon wesentlich schlechtere Runden gehabt. Zum Beispiel die letzte Moskau-Runde, die ultra kacke war. Da werde ich auch auf jeden Fall nochmal eine aufnehmen, weil das war halt echt Mist. Ja, dann war das schon immer so, dass man hier die kompletten... Ach nee, das sind meine Leute jetzt. Ja, sorry, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Neues Kampagnenlevel. Ja, ein Mörser, den ich nicht benutzen werde. Yippie. Verbesserung und da noch irgendwas Sinnvolles. Ja, komm, leveln wir da noch weiter. Und dann war's das eigentlich. Kann ich sonst noch was machen? Nee, kann ich nicht. Okay, dann sieht man sich im nächsten Gameplay, was dann, keine Ahnung was ist. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollen würdet noch. Und ansonsten versuche ich dann vielleicht nochmal in Moskau als Deutscher, ob es dann vielleicht da diesmal ein bisschen besser läuft. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und das wär's dann erstmal. Haut rein.